Siehst du mal. Könnte man hier nicht, sag mal, oben die Buff-Leiste das irgendwie wieder umändern, dass da alle Buffs angezeigt werden? Boah, das weiß ich gar nicht, ob das geht, diesen Container. Ich weiß Müssen es wir mal auch in den nicht. Einstellungen gucken. Video. Das gab es zumindest auch mal. Ist das schlimm? Stärkungs- und Schwächungszauber. Ach Stärkungszauber hier. zusammenfassen. Genau, das. Super, Das ist danke. der fünfte Punkt von unten und der dritte auf der rechten Seite. Alles klar, hab's gefunden. Gut, ich mag das nämlich lieber, wenn ich weiß, was wirklich ist und wenn da nicht nur alles an einem Container so zusammengefasst wird. Obwohl das in so einem Raid später dann natürlich echt voll wird. Ja, aber du kannst jetzt mit dem Container hast du halt, siehst du halt, was fehlt. Und kannst halt der Klasse sagen, du hast da was vergessen, mach mal. Ja. Aber braucht ja keiner. So, hast du ja noch ein Blümchen? Ich habe hier noch ein Beziehungsweise. Blümchen und dann können wir weiterflitzen. Super. Du. Ja, also wie gesagt, das mit den Talentbäumen gefällt mir nicht so wirklich. Aber das ist halt Geschmackssache und es ist natürlich wirklich einfacher für Einsteiger und für Neulinge. Um einiges einfacher sogar. Boah, das nenne ich So. mal einen Stachel. Stachel? Achso, den Kelle hier. Ja. Ich muss näher heran. Vor allem scheinen diese komischen Viecher aus dem Schiff zu kommen. Irgendwie kommen die da raus. Aber das ist aber auch kein Allianzschiff, oder? Von der Farbe Ist her ein schon. Echsendorf? Ja, aber die Echsen? Vielleicht sind es Piraten. Ha! Ah. Mich wundert ja eher, wenn wir jetzt hier nur Hortler haben, warum das dann Allianzschiff ist, wa? Da ist ein Allianzler. Ach so. Das Lager da, guck mal. Denn entweder waren die beide auf dem gleichen Schiff oder sind zwei Schiffe hier abgestürzt. Wahrscheinlich ein Kann durchaus Luftkampf, könnte ich sein. mir vorstellen. Dass das ein Luftschiff war. Ja, Ihr Luftkämpfe. seid uns willkommen, Pandaren. Wir sind euch wohlgesonnen, Pandaren. Wir sind euch wohlgesonnen, na, das sind ja auch Sprüche. Das ist die Eiser, die kämpft schon. Endlich ein freundliches Gesicht. Medizinische Talentbar. Ihr seid uns Gefällt's mal willkommen, aufräumen hier. Pandaren. Acht Peiniger. Genug davon. Gibt's ins Gesicht? Ach, guck mal, das ist wieder einer zu verkaufen, das ist gut. Grüße. Muss hier erstmal wieder ein bisschen was Was schaffen? loswerden. Meine Seid Taschen ruhig. sind relativ klein noch. Ich Oh, die hab. Stiefel habe ich noch nicht angezogen, siehst du? Ich auch noch nicht. Ich habe hier noch einen kleinen blauen Beutel, den Brotbeutel und einen Händlerranzen. Das Licht sei mit Ja, die habe ich euch. auch, die drei. Ah, da, das kann weg. Kann sparen, ja. Zweihandschaltknoten auch weg. Ja, okay. Wenn du das wirklich möchtest. Ja. So, ich mache mir mal wieder hier drei Stangen Dynamit, Siehe weil ich den es kann. Ehren, Freund. Zack. Das ist ganz lustig, gerade auch als Heiler stehst hinten, schmeißt mal kurz ein bisschen Dynamit mit rein. Ja. Hat schon was. PvP, schön die Leute trollen. Da gibt's ja gerade bei Ingenieurskunst genug. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich mach mal Bedarf. Ja, ich passe bei Edelstein sowieso. Hast du gesagt, die schlucken sich immer so schwer? Nur vom Hexer, die Lutschsteine, die mag ich. Grünen Lutschbonbons. Ach, das sind Lutschbonbons. Ich dachte mal, die müssen anal eingeführt werden. Bist du denn drauf, ey? Oh. Was ist denn nur hier? Ich weiß nicht, warum geht denn das nicht? Verletzte Matrosen gerettet. Ich würde die. Ach, wir müssen die wahrscheinlich. Wir haben ja schon einen dabei. Wir müssen die erstmal abliefern. Guck mal, wir haben die über die Schulter hängen. Also du unterm Arm, ich habe sie über die Schulter. Wahrscheinlich müssen wir die erst abliefern. Ich dachte, ich wäre hier Opa-Panda. Ich könnte zwei mit einmal nehmen oder so. Oder so einen riesen Haufen auf der Schulter, weißt du? Ja, den müssen wir hier abliefern. Ach toll. Naja, es sind ja nur drei. Da geht's ja. Genau. Kann man eine Rolle machen, wenn man die Ja. trägt? Die arme Sau. Hoffentlich tun sie sich nicht weh, die Jungs. Obwohl, die sind schon verletzt, ne? Was soll kaputt gehen? Ja, stimmt. Das waren wir nicht, das war schon so. Boah. Auch schön zusammengefaltet und am Bauch gehalten. So, Nummer zwei. Ah, da kann er hüpfen und laufen auf einmal. Unglaublich. Ja, also die letzten drei Schritte. Ach, So, jetzt haben wir der hat schon. mitgezählt, siehst du mal. Wir sind euch wohlgesonnen, Pandaren.
endlich ein freundliches Gesicht. So, dann brauchen wir noch Hilfsgüter und Peiniger müssen wir auch noch umnieten. Mhm. So, ich guck gerade, wo liegen denn hier Hilfsgüter? Keine Ahnung, hör mal die Peiniger. Erstmal drauf da. Ich bin außer Reichweite. Immer mit Schwung ins Gesicht. Zack. Ich kann das noch nicht tun. Oh. Oh, ich muss auch. Ich hab's vergessen. Ich muss es ausschalten irgendwo. Aber echt. Doch, das war ein Luftschiff. Also, wenn ich das hier von der Optik sehe, dann. Hm. Ah, die Hilfsgüter sind die roten Kisten, die hier überall rumstehen. Ach ja, okay. Also die rote Kreuzkisten. Ich muss näher. Zack. Boah, der schmettert. Ich bin außer Reichweite. So. Muss man hier ein bisschen leiser kurz machen. Die Musik ist mir jetzt gerade wieder zu laut. Hast du den hier umgenietet und nicht ausgenommen? Ich konnte den nicht. Ach so. Ach. Aber es ist ja egal, du machst ja eh Maßloot dann, von dem her nimmst du hast mit, ja außerdem die Gruppe gemacht, also. Ich hab die Gruppe, Tatsache. Weißt du was? Du nimmst das Video auf, du bist der Chef. Okay. Dann mach ich jetzt wieder jeder gegen jeden, damit du auch deinen eigenen ausnehmen kannst. Ach, ist ja egal im Endeffekt. Naja. Du nimmst einen um, weißt du, und dann stehst du da und kannst du nicht ausnehmen, aber ich. Wie sieht denn das aus? Noch nicht bereit. Zu weit entfernt. So. Pouts. Also Peiniger habe ich alle. Ja, ich auch. Ja, die sehen lustig aus, ich mag die Echsen, die sehen gut aus. Ja. Vor allem mit so einem riesen Hammer. Mhm. Ich hätte auch gern so einen Gürtel wie die. Ja, sieht auch nicht schlecht aus, ja. Ist noch nicht bereit. Oh yeah. Der Opa-Panda, Einschlag, Gegner tot. Hm. So spät gekommen. Zack. Well. So, ich brauche noch drei. Hast du schon alle? Nein, noch eins. Alles klar. Oh, hier oben ist ein bisschen verbrannt. Ja, da wird irgendwas eingeschlagen und es ist ja auch in der Mitte komplett auseinandergerissen. Ja. Vielleicht hat der Michael Bay ein bisschen rumexperimentiert. Mit seinem Feuerwerk. Oh, ich habe ein Jagdgewehr gefunden. Oh, und kannst du es nicht benutzen? Nee, kann ich nicht. Aber genau, das ist ja. Hat sich auch geändert. Mhm. Hunter zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du einen? Einen Jäger? Vielleicht irgendwo Level 10. Die können nämlich nur noch Schusswaffen tragen und diese benutzen. Wenn die eine Nahkampfwaffe drin haben, dann können sie nicht schießen. Aha. Das heißt, die ganzen Waffen und so weiter wurden angepasst oder werden angepasst. Und genau das gleiche ist auch bei den Castern. Du hast jetzt als Magier zum Beispiel, kann ich auch einen Zauberstab in die Mainhand nehmen. Der hat dann auch jede Menge Spellpower. Dann habe ich halt keinen Stab mehr oder einen Dolch oder wie auch immer. Aber zum Beispiel, es gibt ja keine Relikte mehr. Und genauso eben keine Fernkampfslots mehr für Nahkampfklassen. Also ein Schurke mit Wurfwaffe oder so ist nicht. Okay. Das hat sich auch geändert. Das erklärt, so, warum einer Todesritter sein komisches Siegel nur noch in der Tasche hatte. Richtig, und deswegen ist es auch grau und du kannst es für 40 Gold verkaufen. Ja. Das ist ja, naja. Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so bombig, aber. Ja. Na, dafür hast du halt als Hunter jetzt zum Beispiel den Bogen oder die Armbrust immer direkt auf dem Rücken kleben. Dann hast du es nicht mehr als, ja, gut. Als Waffe versteckt in der Tasche irgendwo. Willkommen, Panda. Ich meine, es ist natürlich für die wiederum denn fair, die gar keine Fernwaffen benutzen konnten und deswegen auch nicht von den zusätzlichen Stats profitiert haben, ne? Mhm. Ach nein, oh, eine Oberechse. Mhm. Bis zum nächsten Mal. So, ich hol mir mal erstmal kurz Kupfer. Mhm.
Ich habe jetzt übrigens mittlerweile auch nochmal mir Gatherer installiert, Ja. aber zumindest hier nimmt er keine Daten. Seltsam. Ja. Versuch's mal mit GatherMate. Also da habe ich auch, weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt hatte, GatherMate 2 und Roots und dann kannst du dir eine richtig schöne Route zusammenbasteln. Okay, müssen wir nochmal gucken. Ich habe es auch geschafft, übrigens mittlerweile Curse-Set zu installieren. Ja. Der, das Ganze noch einfacher. Der Curse-Client, der wollte bei mir nämlich erst nicht, kann man mal so nebenbei erwähnen, weil ich Windows 64 habe und, also 64-Bit. Und der Curse-Client will Microsoft Framework 2.0 runterladen, wofür es aber gar keine 64-Bit-Version gibt. Und ich habe dann halt mir über chip.de oder so, habe ich mir so eine Network 4.5 geladen und dann den Curse-Client nochmal ausgeführt, also die Installation, und dann hat er es auch endlich mal gepackt. Na also. Da war aber echt eine schwere Geburt sozusagen. Oh, da ist er ja, der Große. Der ist doch wirklich... Der Albtraum aus der Tiefe, den kann man gucken. Alles klar. Der ist groß. Oh. Oh. Na dann tank mal, wa? So, Dynamit! Aber so richtig Schaden macht der nicht, wa? Ich glaub nicht. Achso, der ist ja eh auf der Eiser drauf. Ja, der haut der Eiser. Ja, der kann er machen. Die kann er hauen, ist egal. Zack, Kick. Ich kann das nicht. Ach ja. Oh. Ihr kümmert euch um seine Verbündeten, ja, dann hauen wir da mal drauf. Ja. Jetzt, wo das Dynamit Abklingzeit hat. Wow. Er kann gut wegschubsen. Zu weit entfernt. Das lädt immer noch auf. Aui. So, komm wieder hier, du. Vordraker. Doch, der sieht schon ganz nice aus. Ja, auch so, was er da so anhat, die Schultern und den Rock. Zack. Ach so, da kommen schon wieder Verbündete. Mhm. Ah, Dynamit. Ach, zu weit gebrochen. Das muss ich wohl noch üben. Er wird müde. Klingt so ein bisschen als so ein Standardspruch, wenn man den Gegner nicht besiegen kann, oder? Er wird müde. Wir können ihn nicht besiegen, also machen wir ihn müde. Zack. So. Da liegt er im Dreck. Oh, Leinenstoff. Ich kann mir neue Dynamitstangen machen. Zack. Schön, euch zu sehen. Der Kampf hat Eiser offensichtlich erschöpft. Ich könnte sie heilen. Habt ihr die entkommenen Gefangenen gerettet? Wo ist G? Geht es ihm gut? Natürlich, alles easy. Wir sind doch toll. Entfernt den Stachel aus dem Fleisch Shenzhen-Zus. Die hat schon mitbekommen, dass der Stachel das Schiff ist, oder? Umbringen, falls wir ihn nicht aufhalten. Kommt mit mir, schnell. Okay. Also in Ordnung? Ach, da oben. Das ist unverantwortlich und dumm. Ach, er will das Ding in die Luft. Wir sprengen das Schiff rein. Eine schicke arme Apparatur gebaut. Ja. Es gibt keinen Plan B. Aber was willst du sonst von jemandem erwarten, der Feuerpfote heißt? Fällt uns vielleicht einer ein. Sollen wir einfach warten, bis uns einer einfällt? Shenzhen Su stirbt. Nichts tun. Ja, also sprengen wir die Hälfte der Schildkröte einfach weg. Genau. Gute Idee. Wenn dir der Finger wehtut, muss die Hand abhacken. Direkt notschlachten. Lieber in dem Wissen, dass wir es versucht haben. Du bist ja ein harter Typ. Oh ja. Falls ihr es tun müsst, werde ich euch nicht aufhalten. Aber wir könnten alles verlieren. Ich hoffe, dass ihr recht habt. Ich mag hier nicht stehen, wenn das Ding in die Luft geht. Ich glaube, wir sollten losflitzen. Oh. Ihr Schweine. Was zum... Ich hab ihr Angst. Wichser! Oh, wie du?
Wo kommen die Raketen her? Das ist Goblin auf jeden Fall.